Ja, guten Tag, mein Name ist Peter Klein. Ich lade euch wieder ein zu einem Illa-Talk, heute mit einem Gesprächspartner, auf den ich wirklich sehr gespannt bin, Dr. Frank. Und ich weiß gar nicht genau, was ich zuerst in der Hand hatte. Also entweder war es Ihr Buch, Der Staatsvirus, oder ich bin über Sie gestolpert in diversen Videos. Eins davon, eine ganz hitzige Diskussion auf Bild TV, die vor ungefähr 2 Monaten geführt wurde, doch mit 1,4 Millionen Zusehern, was also zeigt, dass das Ganze ganz schön für Interesse sorgt und noch nicht alles besprochen ist zum Thema Corona. Wir hören uns tatsächlich das erste Mal. Ich weiß nicht viel von Ihnen, deswegen würde mich als erstes mal interessieren, da habe ich ein bisschen nachgelesen im Internet, dass Sie seit 1998 ein Arzt sind, Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren in eigener Praxis in Heidelberg. Und ich finde es auch immer ganz interessant, den hinter dem Experten sozusagen auch den Menschen so ein bisschen kennenzulernen. Wieso sind Sie denn Arzt geworden und was hat Sie da motiviert, eine eigene Praxis zu eröffnen? Ah, ich glaube, mich muss als kleiner Junge der hiesige HNO-Kollege, wie hieß denn der nochmal, weiß nicht mehr. Ich war da als Patient, muss vielleicht so 6, 7 Jahre alt gewesen sein. Stoll hieß er, Dr. Stoll. Und der hat so, wie damals die HNO-Ärzte, der hat so einen tollen Spiegel auf dem Kopf gehabt, so dieses, was dann so runtergeklappt hat, und er hatte so eine sonore Stimme, und mich muss der wahnsinnig beeindruckt haben, weil seit diesem Zeitpunkt war mir klar, ich will Arzt werden. Und es war auch Okay. nicht mehr zu erschüttern. Ich bin in der Familie, auch mal von meiner Mutter oder meinem Vater, der einzige Arzt, das einzige schwarze Schaf. Irgendwann, also hat der Kollege mich da irgendwie auf die schiefe Bahn gebracht. Und seitdem war mir irgendwie klar. Und warum bin ich Hausarzt geworden? Ja, also ich liebe die Chirurgie und habe da auch promoviert und hätte, glaube ich, auch über meinen Doktorvater, der also auch seine Karriere gemacht hat, auch Chef einer Uniklinik geworden ist, sicherlich da auch einen Draht in die Chirurgie reinbekommen. Aber instinktiv war mir das etwas zu eindimensional. Also wie die Kollegen auch gesprochen haben, wie sie Krankheiten gesehen. Ich habe da noch was anderes gesucht und habe gedacht, ich werde erst mal richtiger Arzt, bevor ich in die Chirurgie der Uniklinik gehe, und bin im Kreiskrankenhaus, habe dann so das, was man da so macht, Innere und die dortige Chirurgie, Notarztgefahren, so richtig halt 12 Dienste im Monat. Was für mich, ich war damals Gott sei Dank noch ungebunden, hatte keine Familie und keine Kinder, das ist sonst nämlich wirklich einfach schwer zu vereinbaren, und konnte mich als Arzt da ausleben. Das war eine wunderbare Zeit. Dann habe ich gedacht, irgendwie reicht das aber nicht, was man auf der inneren Medizin so macht. Damals lagen die Patienten ja wochenlang, monatelang in den Betten, weil man ja pro Tag abrechnete, nicht pro Fall. Heute, glaube ich, ist das ganz anders. Wenn man da Kollegen das von damals erzählt, die wundern sich. Und da passierte so irgendwie nichts. Es wurde denen ging es auch nicht besser. Es sei denn, die Zeit hat sie einfach geheilt in den Krankenhausbetten. Aber jetzt muss ich noch irgendwie naturheilkundliche Konzepte lernen und habe mich dann sehr mit Naturheilkunde befasst und finde es nach wie vor faszinierend. Also ich unterscheide da aber wirklich ganz klar zwischen klassischer Naturheilkunde und, sage ich mal, Alternativmedizin. Das muss man wirklich getrennt betrachten, finde ich. Habe da viele Ausbildungen gemacht, ja, und dann war irgendwie der Zug abgefahren, irgendwann mal zurück in die Uni zu gehen und Chirurgie zu machen. Ich fühlte mich auch wohl. Und dann war irgendwie auch klar, dass ich dann mal irgendwann auch eine eigene Praxis haben möchte. Und dann ging das so seinen Weg. Was vielleicht besonders war, dass ich sehr früh über die naturkundlichen Konzepte angefangen habe, dann auch Vorträge zu halten zum Thema Ernährung, auch gut würde man sagen, Stressmanagement. Ich habe damals als junger Arzt auch viel Unsinn erzählt, muss man ganz klar sagen. Ja. Und habe dann in der Praxis gelernt, dass viele Konzepte da auch nicht funktionieren. Und habe aber damals Kontakt bekommen zu der St. Galler Business School. Da war ein Patient, der hat mich mal gehört und sagt, ach, das ist doch toll, das interessiert doch auch Führungskräfte. Und so war ich 20 Jahre lang Referent in der Schweiz für Führungskräfte aus meistens der deutschen Industrie. Zum Thema eben, ja, man könnte sagen, der Gesundheitsfuzzi sozusagen. Und da habe ich unheimlich viel gelernt, auch von den Teilnehmern, auch so, wie die Wirtschaft tickt, wie in welcher Welt die eigentlich leben.
Und ich musste mich halt immer auch gut vorbereiten. Da habe ich viel recherchiert. Da habe ich auch den Udo Pollmer, wer den kennt, einmal kennengelernt. Also ein Ernährungsexperte vor dem Herrn, der mir dann auch beigebracht hat, muss ich wirklich sagen, der hat mir erst beigebracht, Studien zu lesen. Also ein Lebensmittelchemiker. Ja, weil wenn man will, lernt man das im Medizinstudium. Aber die meisten wollen das nicht. Und ich fand das damals auch nicht so wahnsinnig spannend, mich mit Statistik zu befassen. Und der Udo hat mir das beigebracht, wirklich wie ein Detektiv Studien zu lesen. Und seitdem kann ich das auch, würde ich behaupten. Und das hat mich dann dazu geführt, auch Beobachtungen aus der Praxis, dass vieles nicht so funktioniert, wie es auch immer so angepriesen wird. Mich mal mit Studien, mit den Hintergründen zu befassen und bin dann irgendwann, hat es bei mir Klick gemacht und habe gemerkt, hoppla, da stimmt was gewaltig nicht. Also das, was hier als Wissenschaft verkauft wird, ist in Wirklichkeit nicht wirklich, sage ich mal, die Ausgeburt eines hochstehenden intellektuellen Geistes, sondern eigentlich manchmal einfach Quatsch. Und dann fängt man eben an und beschäftigt sich damit und ich glaube, ich hatte auch den Vorteil, dass ich das irgendwann, dass jemand sagte, Mensch, Herr Frank, schreiben Sie doch darüber irgendeinen Vortrag, da können Sie ein Buch draus machen. Und so ging das dann irgendwie los. Und dann seitdem schreibe ich regelmäßig Bücher. Wer Bücher schreibt, beschäftigt sich mit einem Thema sehr gründlich, weil er muss das ja im Buch auch rechtfertigen, was er schreibt. Und so bin ich quasi neben der Praxis immer so ein bisschen, ich habe mich immer so fast so ein bisschen als so Privatgelehrter gefühlt. Und habe dann irgendwann meine Kassenzulassung abgegeben, weil in diesem System kann man das nicht beides machen. Da muss man entweder eine 70, 80 Patienten pro Tag Praxis letztendlich meistern und danach hat man keine Energie mehr, sich wirklich über den Tellerrand großartig zu beschäftigen. Also es gibt Kollegen, die schaffen das, ich bewundere das, aber wäre für mich nicht möglich gewesen. Und ich habe dann quasi meine Kassenzulassung abgegeben, meine kleine Privatpraxis. Und bin halt, mir hat mir die Freiheit genommen, immer zu Leuten, die ich interessant fand, dann noch hinzufahren, die zu besuchen. Ich habe fantastische Wissenschaftler kennengelernt. Frau Professor Holle-Greil zum Beispiel, habe ich ein Buch geschrieben über Gewicht und habe gesucht nach jemandem, der sich wirklich mit Körperbau mal wissenschaftlich auseinandergesetzt hat. Und habe ich einen Tipp bekommen, da gibt es eine Wissenschaftlerin in Potsdam. Das war so 2000 vielleicht. Und da war mir auch klar, sie finden zum Beispiel wirklich Wissenschaftsjuwelen in der alten DDR-Forschung. Weil die hatten zwar kein Geld, aber die waren, wenn sie nicht für die Partei forschen mussten, dann waren die völlig frei. Das sind richtige Wissenschaftler. Also die kennen nichts anderes als das Interesse an der Erkenntnis. Und Frau Kreil war so jemand, die hatte in den 80er Jahren den Auftrag bekommen, ein wissenschaftlich fundiertes Kleidergrößensystem zu entwickeln für den Ostblock. Die hat 70.000 Brandenburger von Kopf bis Fuß vermessen und nicht nur BMI, sondern alles Mögliche. Also ein Datenpool, der ist fantastisch. Und die Frau weiß, wie die Körperbauentwicklung der letzten Jahrzehnte läuft. Und das ist halt so ganz anders, wie das, was die Adipositas-Forschung im Westen behauptet hat oder halt auch letztendlich in der gesamten westlichen Welt, die einfach Quatsch ist. Ja, das stimmt nicht. Da kommen wir noch drauf. Das hat mich dann wiederum zu dem Thema Gruppenmoralismus gebracht. Das, was dann letztlich auch in der Corona-Zeit sich ausgewirkt hat. Oder ich habe den Mathematiker kennengelernt, Ehlert von Kolany. Ja, übrigens auch witzig, Frau Krein, wirklich. Also, das ist die absolut führende Forschung zum Thema Körperbauentwicklung. Und dann war die Wende gewesen. Und wer hat die Daten von der Frau Krein dann abgefragt? Sehr interessant. Ja. Also, die allerletzten, die sich dafür interessiert haben, waren die westdeutschen Adipositas-Forscher. Ja, weil nämlich jemand, und da können wir auch drüber sprechen, weil jemand Kompetentes mit einer wirklich soliden, langen Forschung zu einem Ergebnis kommt, was denen gar nicht passt. Also ich höre auf jeden Fall raus, dass Sie interdisziplinär arbeiten und Ja. schon sehr früh angefangen haben, ein System sozusagen zu hinterfragen. Da haben wir so ein Stück weit eine Parallele, weil wir ja auch an so einer Schnittstelle arbeiten, systemische Arbeit, systemische Familientherapie, psychosoziale Arbeit, und habe also auch das Glück, dass wir haben ein ganz kurzes Vorgespräch geführt, habe ich auch gesagt, da mit einer ganz tollen Ärztin zusammenzuarbeiten, die mit Homöopathie und so Ansätzen wie systemischen Aufstellungen also ganz offen war und also auch nicht die normale Schulmedizinerin, sage ich mal, ja, wo man vielleicht auch Ja, also ich empfinde mich übrigens, ich empfinde mich als Schulmediziner. das Also schon.
Ja, absolut. Sagt sie auch, aber für mich nicht unbedingt mehr der normale Das ist das Schulmediziner, mit Problem dem man. der Universitäten, die sich nicht mehr an ihre eigenen Regeln halten, was aber auch wieder ein systemisches Problem ist. Das Typische an dem Beispiel Frau Greil ist, dass die Daten, die sie hat, die absolut hochwertig sind, die besten auf der Welt, wirklich, das kann ich beurteilen, sind nicht abgefragt worden von der Adipositas-Forschung, sondern, und nicht von den Universitäten, sondern vom Schulmöbelhersteller VS in Taubischersheim, von Recaro Sportsitze. Die Bundeswehr wollte die Daten haben für die Panzerentwicklung. Ja, da, wo es um die Wirklichkeit geht, da, wo die Wirklichkeit beachtet werden muss, um Erfolg zu haben, da braucht man solide Wissenschaft. Da, wo man Fantasie verkauft, wo man Produkte, die kein Mensch braucht, verkaufen will oder sonst was, da stören solche kompetenten Leute wie Frau Greil. Das ist die Situation, in der wir heute sind in Deutschland. Das ist heute der Normalfall. Kompetenz heute stört. Jetzt ist ja natürlich kein Zufall, dass wir dieses Interview jetzt in dieser Zeit führen, im Juli 2022, weil wir haben ja spannende 2 Jahre, die zurückliegen. Und mit dem Entree bin ich jetzt mal gespannt, Ihnen so die ersten Fragen zu stellen. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Der Staatsvirus. Also allein der Titel ist ja schon mal sehr spannend. Und die ersten 2 Fragen, die auf dem Einband stehen: Für den Einzelnen kann Covid-19 gefährlich sein, aber besteht wirklich eine epidemische Lage von nationaler Tragweite? Ist die dauerhafte Einschränkung, ja die Aussetzung von Grundrechten für viele Millionen Bürger gerechtfertigt? Das geht ja mitten rein, mitten ins Herz, könnte man fast sagen. Wann haben Sie denn begonnen, erste Zweifel zu hegen? Also ich finde das immer sehr spannend, wenn ich mich mit Experten unterhalte, die heute eher als Maßnahmenkritiker gesehen werden. Da sagen ja manche, naja, den ersten Lockdown habe ich noch so mitgemacht und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, nee, aber jetzt stimmt irgendwas nicht mehr. Und manche sagen, nee, da war von Anfang an, war irgendwie so ein Störgefühl da. Wie haben Sie so diese Wochen März, April 2020 erlebt und wie kam es dann letztendlich zum Buch der Staatsvirus? Also mir war das gleich sehr schleierhaft, weil ich halt trainiert war. Ich sehe das seit 20 Jahren, dass Politik, die Schlagzeilen und auch die Wissenschaftsfunktionäre sich nicht für die Wissenschaft, für die Wirklichkeit interessieren, sondern für Interessen. Wie leicht selbst auf Titelseiten wissenschaftliche Meldungen völliger Quatsch sind. Das haben wir mal nachgemacht. Ich habe mit zwei Arte-Journalisten mal so einen kleinen Schildbürgerstreich gemacht. Wir haben eine fürchterlich schlechte Studie konzipiert. Wirklich. Also so schlecht, katastrophal. Wir haben Studenten akquiriert. Eine Gruppe bestand aus 4, eine Gruppe aus 5. Ich habe gesagt, macht mal so ein bisschen Low Carb, lasst mal abends ein bisschen vielleicht Kohlenhydrate weg, esst mehr Butter statt Brot, ist aber schon alles. Und die eine Hälfte von euch nimmt abends noch ein Stück Bitterschokolade zu sich. Ja, und dann haben wir die vorher gewogen. Die eine mit Kleider, die andere ohne Kleider, die eine vorher zur Toilette. Und nach 4 Wochen das Gleiche. Und mit den üblichen Tricksereien stellt man dann eben fest, dass Schokolade beim Abnehmen hilft. Also Und eine bewusste Mogelpackung, um das System zu ja, prüfen. dann hatten wir noch einen amerikanischen Wissenschaftsjournalisten an Bord. Der wusste dann, wie es genau technisch geht. Also haben wir dann das Ganze dann in eine Paperform gebracht. Und die üblichen Tricks, indem sie dann eben absolute Unterschiede, die dann aus 0,1% bestehen, kann man dann relativ aufblasen auf 30%. Alles legale Tricks, wie immer passiert. Und dann haben wir für $800 das in einem gelisteten Journal publiziert. Damit war es offizielle Wissenschaft. Das kommt dann, wir haben das absichtlich mit der Schokolade gemacht, allerdings Bitterschokolade, es darf ja nicht süß sein, sonst wäre es eine fatale Meldung. Aber wir haben gedacht, okay, da beißt die Presse an. Ja, und dann haben wir das in den Pool gebracht, das war 2015. Und tatsächlich, Kar-Samstag 2015, Titelseite, Bildzeitung, diese Studie schmeckt uns. Das Institute Diet of Health, das war so eine Briefkastenfirma, hat herausgefunden, das. Darauf in allen, also über der Brigitte, es war in 1000, es war weltweite Meldung, amerikanisches Frühstücksfernsehen, australisch, es ging um die Welt. Ich habe mit einem
mit einer Führungskraft im Schokoladenbereich gesprochen. Der Umsatz ging hoch. Ja, unfassbar. Und dann irgendwann kam die Sendung auf Arte, später am ZDF, haha, wir haben mich auch reingelegt. Also insofern, da war ich vollkommen immun gegen solche Schlagzeilen, die da kamen. Und da wird es komisch. Ja? Also ich meine, klar, man hat schon Respekt. Ja? Allerdings war ich auch sehr verdrahtet. Wir haben 2019 ein schönes Symposium gemacht in Heidelberg zum Thema Sinn und Relevanz in der Medizin. Da haben wirklich auch sehr bekannte Leute von der evidenzbasierten Medizin vorgetragen, der Gerd Anthes, früher Chef von Cochrane und so weiter. Und wir waren so eine, auch der Professor Köhler, als Diesel-Köhler bekannt, ja, Treibstoff-Köhler. Lauter kritische, gute Wissenschaftler. Wir hatten so einen E-Mail-Kreis. Und es ging damit los, dass die Bilder in Wuhan und Bergamo da diskutiert wurden. Und Herr Köhler meinte dann: Leute, was da passiert auf Intensiv, die kriegen dort den Todeskuss. Ja, man beatmet, man sediert nicht und fremdbeatmet nicht Lungenentzündungen. Die bringt man um. Ja, das ging, also ich war schon von vornherein eingebettet in so eine, sage ich mal, doch reflektierte Umgebung, auch mit Eigenerfahrung, sodass ich mir schon irgendwie dachte, oh, da geht was gerade gehörig schief. Ich war nicht ganz überrascht, weil ich habe schon erwartet, dass so so eine Disruption in der Gesellschaft passiert. Ja, weil wir haben einfach zu viele Leute, die einfach zu dilettantisch sind, zu viel Macht haben, zu vernetzt sind, als das, und die brauchen so Katastrophen. Ich habe allerdings mir nicht gedacht, dass es über ein Virus läuft. Also da war ich dann doch überrascht am Anfang. Aber dann, so, es war dann auch klar, dann kamen die ersten Artikel von wirklich, wirklich von echten Epidemiologen, nicht solchen Kreisliga, möchte gern Menschen wie Lauterbach oder so, der nie, Gottes Willen, Gott, also Wissenschaft ist die, Lauterbach ist die Anti-Wissenschaft, wirklich, in allem. Egal, richtig gute Leute. Da ist Sönigsen vom deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Ioannidis mit seinem berühmten Artikel, wenn der Elefant von der Klippe springt und so. Und die also wirklich auch wissen, wie man Epidemiologie betreibt. Und da war von vornherein klar, es war klipp und klar gewesen, Anfang März, das Ganze hat eine Infektionssterblichkeit einer Grippe. Das war klar. Was Ioannidis ja sehr früh auch so berichtet hat, ja. Er hat es schon im März 2020 gesagt. Und auch zum Beispiel ganz hervorragende Leute haben da sich gemeldet. Die Frau Mühlhauser, die inzwischen emeritiert ist in Hamburg, hat einen fantastischen Artikel zum Thema Risikokommunikation geschrieben. Was sollen diese ständigen Zahlen, wenn ich sie nicht in Vergleiche einbetten kann? Sie hat es dann verglichen, was Krankenhauskeime Leute umbringen, was die normalen Atemwegsinfektionen sind. Und dass halt wir von vornherein nur Zahlen an den Kopf geknallt bekommen haben und dann dazu, dass es schlimm ist und dann die passenden Bilder dazu. Und es reicht halt leider aus, die Menschen da zu manipulieren. Und wir wissen ja heute von dem Panikpapier aus dem Innenministerium, dass das also gezielt gesteuert war, Das massive Panik zu verbreiten. hatten wir also auch schon in unserem Buch drin, dieses Innenministerpapier. Und ich denke, wir sind ja jetzt 2 Jahre weiter. Demzufolge macht es wahrscheinlich gar keinen Sinn, wenn wir jedes einzelne Thema nochmal aufgreifen. Ich finde, Sie haben es in Ihrem Buch auch wirklich, kann das Buch an der Stelle auch noch weiterempfehlen, wirklich chronologisch eigentlich alle Themen nochmal durch, die da diskutiert worden sind und wird deswegen fast im Schwerpunkt mich auf 2, 3 Themen konzentrieren und da ein bisschen tiefer reingehen. Sehr Aber gerne. die Frage, die ich mir immer stelle als jemand, der ja kein Arzt ist, mich würde ehrlich diese Metaebene auch nochmal interessieren. Jetzt hat man ja den Leuten im Fernsehen 2 Jahre lang erzählt, die Politik folgt der Wissenschaft. Und dann stelle ich fest, Ja. dass innerhalb von den Wissenschaftlern ja anscheinend wirklich 180 Grad entgegengesetzt argumentiert wird. Die einen argumentieren für die Masken, die anderen dagegen. Sie sagen jetzt, was ich auch schon von Wissenschaftlern, von Ärzten gehört habe, diese Beatmungstechnik, dass das also hoch umstritten ist aufs Thema Impfung, glaube ich, da kommen wir noch, da kommen wir gar nicht drum rum. Und jetzt sind ja auch schon wieder 2 Jahre vorbei. Müssen wir einfach irgendwo damit leben, dass es in der medizinischen Wissenschaft auch nicht anders ist wie in anderen Bereichen? Also ich sage in meinem psychologischen Fachgebiet immer, wenn wir Fälle supervidieren, frag 10 System-Coaches und Therapeuten, dann kriegst du 11 Meinungen.
erwarten wir einfach zu viel der Laie vom Arzt im weißen Kittel, vom medizinischen Wissenschaftler? Müssen wir einfach damit leben, dass wir sagen, in Wirklichkeit gibt es einfach die Wissenschaft überhaupt nicht, sondern das ist einfach ein völlig aufdifferenziertes Feld? Oder wie kann man sich das sonst erklären? Naja, Wissenschaft ist ein Prinzip. Wissenschaft ist etwas, also ich, gut, da gibt es berufene Leute, die da vielleicht Wissenschaftsphilosophie betreiben können, aber ich finde nach wie vor die Grundlage, die Kant als Vernunft beschreibt, und zwar Vernunft aus einer Kombination, so verstehe ich das, aus objektivierbaren Daten und Sinneseindrücken. Was er als Sinneseindrücke beschreibt, finde ich, hat auch gut weiterentwickelt Julius Kuhl von Osnabrück, ein emeritierter Psychologe, der sagt dazu rationale Intuition. Und Wissenschaft ist der Versuch, letztendlich Erkenntnisgewinnung objektivierbar zu machen, sprich ein Modell, wenn man es anwendet, dessen Ergebnis dann voraussehbar ist. Und Wissenschaft funktioniert so, dass die Modelle versuchen, sich der Wahrheit anzunähern, aber sie nicht sind. Also wer sagt, als Wissenschaftler weiß er die Wahrheit, der ist kein Wissenschaftler, weil Wissenschaft arbeitet mit Modellen. Und wir wissen ja alle, dass Modelle nach einer Zeit abgelöst werden, weil man bessere findet oder weil sie sich einfach nicht als praktikabel oder richtig erwiesen haben. Das funktioniert allerdings nicht kontinuierlich in der Wissenschaft, sondern das dauert so eine Generation. Da hat, wie heißt der, Thomas Kuhn, glaube ich, ein Wissenschaftshistoriker, Harvard will man ja gar nicht mehr in den Mund nehmen seit Lauterbach. Ja, wobei er nicht von der Harvard Public School of Health kommt, sondern von der wirklichen Universität. Ich sage es Phasen. Also es gibt die Normalphase, da hat also ein Lehrstuhlinhaber mit seiner Meinung einen Lehrstuhl erobert, die Lehrmeinung erobert. Und dann ist das eben menschlich, dass der nicht Kritik sucht an seiner Lehrmeinung, sondern der verteidigt sie. Wenn dann der junge Kollege kommt, der junge Arzt und sagt, Herr Professor, bei mir kommt raus, dass Cholesterin völlig harmlos ist, dann sagt der, oh, schauen Sie nochmal genauer hin. Und dann schaut der junge Kollege nochmal etwas genauer hin und dann schreibt er eine Überschrift, wir haben moderate Hinweise gefunden, dass Cholesterin vielleicht doch gefährlich ist. In der Publikation steht genau das Gegenteil drin. Das ist auch ein Phänomen. Und das macht man so lange, bis die alte Lehrmeinung sich nicht mehr halten kann, bis sie so falsch ist, dass sie nicht mehr zu halten ist. Und dann gibt es die Revolutionsphase. Ja, und dann werden die neuen Lehrmeinungen durchgesetzt, die neuen Netzwerke gebildet, dann geht das Spiel von vorne los. Ich glaube, dass wir inzwischen Dinge eingeführt haben, die es immer schwerer machen, eine falsche Lehrmeinung zu kippen. Ja, da könnte man jetzt über die ganzen Forschungsfinanzierungen, Impact-Faktor, Universitätsranking reden. Aber Wissenschaft ist immer der Kampf um Modelle. Ich sage gerne dazu Religion auf Zeit. Was man natürlich jetzt bei Corona gemacht hat, ist die Wissenschaft zu erdolchen. Ja? Also die Wissenschaft ist tot. Wir sind durch Corona komplett ohne Wissenschaft gesegelt. Weil die Wissenschaftler, die Wissenschaftler sind, dürften nichts sagen. Leute wie Drosten oder Lauterbach sind Nerds. Ja, das sind, in meinen Augen, sind das Verrückte, die aber ihre selektive Wahrnehmung von Wissenschaft, diese Partikularsicht, in Dienste von Interessen stellen, daraus dann hochgehoben werden. Die haben auch alle komische akademische Werdegänge. Ja, das passt nicht. Das passt nicht. Das sind für mich, die haben sich durchgesetzt und das sind keine Wissenschaftler, sondern das sind Antiwissenschaftler. Die versuchen, Wissenschaft zu blockieren, um Interessen durchzusetzen. Ja, also das ist eine sehr pointierte Aussage, die ich treffe, aber ich empfinde das so. Also es ist ja nun mittlerweile auch reichlich diskutiert worden. Wie gesagt, wir stehen ja nicht mehr da, wo wir vor 2 Jahren standen. Deswegen, ich finde, wir können da auch voll reingehen. Was ist denn dann Ihrer Meinung nach passiert? Es schwören ja alle möglichen Thesen rum. Wenn man die vor 2 Jahren genannt hätte, dann war man ja mal per se ein Verschwörungstheoretiker, wenn man gesagt hat, das Virus kommt aus dem Labor und vielleicht gibt es da ja auch irgendwelche finanziellen Interessen. Ich glaube, mittlerweile ist ja alles auch schon in der Mainstream-Diskussion angekommen. Klammern mal das Staatsfernsehen aus, was immer noch so tut, als ob es diese Dinge nicht gibt. Aber wenn ich mir das anschaue, was Sie vor 2 Monaten auf Bild TV
diskutiert haben mit dem Dr. Montgomery. Also da muss man ja sagen, dann ist die Diskussion, die in Österreich positiverweise ja immer bei Servus TV von Anfang an stattgefunden hat. So ein Sender hat mir in Deutschland leider Gottes gefehlt, aber mittlerweile darf man ja über diese ganzen Dinge auch diskutieren. Was ist da schiefgelaufen? Der Sendeleiter ist inzwischen ja Chef bei Bild TV. Insofern haben wir auch Bild TV inzwischen, die wirklich gute Diskussionen bringen. Bild, ja, tatsächlich. Mhm. Es ist ganz einfach. Mit den ganz normalen wissenschaftlichen Standards, die wir entwickelt haben, hätte man spielend das Problem in den Griff bekommen. Ja, man hätte einfach, und was ich jetzt sage, ist das kleine Einmaleins. Mhm. Ja. Es gibt sogar, also Ante sagt das, es gibt sogar fertige repräsentative Stichproben für die Medizin. Da braucht man vielleicht bei so einer Epidemie mit so einem geringen, schweren Krankheitsverlauf, Sie brauchen ja große Mengen von Leuten, bis Sie mal einen schweren Fall haben, vielleicht 20.000, 30.000 Leute. Dann machen Sie, die verfolgen Sie ganz genau, ja, regelmäßig befragen, Blut abnehmen und so weiter. Und dann haben Sie, wie die Wahlforscher auch, durch eine relativ kleine Anzahl von Menschen, die es aber genau ausgesucht haben, wissen Sie ziemlich genau, was hinten rauskommt. Ja, und das ist das kleine Einmaleins und es wäre die vornehmste Aufgabe gewesen, das RKI das zu tun. Man hat es in Deutschland konsequent unterlassen. Einfach auch, ich glaube, es ist so eine Mischung aus tatsächlicher Inkompetenz. Die Leute wissen es nicht mehr. Die wissen nicht mehr, dass das wichtig ist. Das sieht man auch, das ist jetzt vielleicht für andere jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde, das hat man auch wenn echte Katastrophen sind, so das Ahrtal zum Beispiel, Ahrtal, ja, die wissen nicht, was man da tut. Die wissen nicht, dass man jetzt einen Alarmknopf drückt und Leute warnt oder so. Ja? Oder, egal, ich mache einen Exkurs, der jetzt ein bisschen weit führt. Die ganz normalen Standards hätten vollkommen ausgereicht, um die Erkenntnisse zu bekommen, zu wissen, okay, wir haben es hier mit einer Sache zu tun, die wird von den Todesopfern her nicht apokalyptisch. Wir haben Risikogruppen, ganz klar, was können wir tun, um die zu schützen? Wobei man die Frage sich stellt, warum haben wir es nicht 2017 gemacht? Das sind nämlich genau, über im Prinzip fast eigentlich sogar verheerender. Was Covid-19 verheerend gemacht hat, waren die Maßnahmen und diese Beatmungsorgie. Wobei, ich bin da in unserem Netzwerk, sind eben auch Kliniker drin und tolle Lungenärzte, die gesagt haben, hoppla, also am Anfang, diese schnelle Anflutung von doppelseitigen Lungenentzündungen, auch die Embolien, die wir gesehen haben, das war schon ein bisschen anders wie sonst die Grippe. Wobei dann wieder Professor Köhler mit seiner ganzen Lebenserfahrung gesagt hat, naja, also selektiver Blick, also Grippe ist auch nicht so harmlos. Aber es war niemals ansatzweise drohte eine außergewöhnliche Situation. Dann wäre meine Frage, wann hätte man es denn wissen können, also Ihrer Meinung? Mitte März. Mitte März schon. 2020, Mitte März. Da, wo die Maßnahmen, klar, da, wo die Maßnahmen man losgegangen sind. Man hat die Diamond Princess gehabt, man hat die Antikörperstudien, die Anfang gehabt von Leonidas. Und um es lobend zu erwähnen, obwohl er leider jetzt sehr, sehr rumlaviert und ich finde keine gute Figur mehr macht, Hendrik Streeck hat mit seiner Heinsberg-Studie, die ja echt nicht Rocket Science ist, ja, sondern sie ist einfach nur konsequent gemacht und gut durchgeführt, alles herausgefunden, was wir haben wissen müssen. Er hat eine Infektionssterblichkeit von 0,36, die ist ein Tick zu hoch, aber im Prinzip auch grippeähnlich, eine schwere Grippe. Er hat gezeigt, dass es nicht über Oberflächenkontakt läuft, die Infizierung, sondern Aerosole. Und damit haben wir eigentlich alle, hätten wir schon, also das wäre eine hervorragende Ausgangsposition gewesen, um ein vernünftiges, sinnvolles Pandemie-Management zu machen. Wir hätten dann vielleicht sogar das ganze Pandemie-Alarm sowieso gar nicht ausgelöst. Das war alles klar gewesen, aber man wollte es nicht. Wenn Sie sagen, Mann, das ist ja jetzt genau die Frage. Und ich habe mich ja von Anfang an, nachdem ich ja auch eher der kritische Hinterfrager war, auch immer mit gut kritischen Leuten unterhalten. Also wir haben ja zum Beispiel auch den Dr. Sönigsen interviewt. Also, und dann ist immer so die Frage, hat die Politik die Medien vor sich hergetrieben oder die Medien die Politik oder sind es die finanziellen Interessensgruppen oder sind es die Lobbyisten? Und dann ist es ja nicht nur ein deutsches, sondern auch ein weltweites Phänomen. Also diejenigen, die noch immer nicht glauben wollen, dass man nicht irgendwo in Summe doch in Anführungszeichen das Richtige, wer weiß schon, was das Richtige ist, getan haben, kommen wir dann genau oft mit diesem Argument, dass man sagt, die können ja nicht alle
unter einer Decke stecken. Das glaube ich übrigens auch nicht. Da ist ja irgendeine Dynamik entstanden. Ja. Die ist aber vor 30 Jahren schon entstanden. Okay, ich weiß nicht, Sie haben bestimmt eine Idee dazu. Ja, also wir sehen jetzt die Spitze des Eisbergs. Jetzt wird es offenbar, dass wir ein Dilettantenland sind. Mhm. Ein Land von autoritären, arroganten Dilettanten. Mhm. Und das hat Konsequenzen. Genau, wir haben ja gesagt Metaebene. Also gucken wir mal so ein bisschen. Uns ging es sehr gut, ja, 70 Jahre lang. Und wenn eine Gesellschaft ein bisschen Fett entwickelt, dann kann sie sich einfach auch ein paar Flaschen an der Spitze erlauben. Das macht ja nichts. Ja, weil hinten dran ist ein Apparat, der richtet es dann schon, also tut die größten Katastrophen irgendwie abwehren. Aber diese Dilettanten vermehren sich. Und wenn dann was dazukommt, was dann quasi über die Grüne Partei passiert ist, nämlich dass man als Dilettant merkt, wenn ich moralistische Positionen vertrete, dann kann ich richtig glänzen. Dann vernetzen sie sich diese Dilettanten. Sie müssen Netzwerke bilden. Sie kriechen. Also in Deutschland gab es, glaube ich, die Besonderheit der Ökobewegung, weil die wurde von eigentlich dem Kommunistischen Bund Westdeutschland übernommen. Und damit war dann quasi, ich muss gerade so rechts, weil da gerade jemand gekommen ist, aber ich darf mal gerade die Tür zumachen, ich komme sofort. Ja, gern. Ja, das ist ja schön historisch zu sehen. Ja, das war, die Ökobewegung war konservativ. Die westdeutschen Kommunisten waren finanziert von der Stasi, das ist ja alles bekannt. Und die waren schrecklich unerfolgreich, weil die konnten die Arbeiter einfach nicht zur Revolution aufrufen. Und hat irgendeiner von denen die Idee gehabt, Mensch, ersetzt das Wort Arbeit durch Natur. Und dann haben die Ökobewegung übernommen, haben die Grüne Partei gegründet und die eigentlichen Ökogründer ausgeschmissen. Das war der Balder von Springmann und Herbert Kohl. Die haben dann die ÖDP gegründet, die immer so bei 2-3% liegt bei den Wahlen. So, das heißt, wir haben eine kommunistische Kammerpartei. So, und die haben dann, die können ja nichts, außer dass sie sich gut organisieren können. Dann haben sie die Medien übernommen und haben Bildungsapparat übernommen. Das heißt, dieses Gedankengut, also dass die Natur zu retten ist, dass die Natur unterdrückt ist, dass man alles tun muss, dann haben die gemerkt, damit können sie wahnsinnig viel mobilisieren. Damit können sie auch die westdeutschen Industriegroßprojekte sabotieren, was ja gelungen ist und so weiter. Ich will jetzt die Atomlobby damals nicht schönreden. Ja? Und die Umweltverschmutzung war total wirklich übel gewesen. Aber das war Agenda der eigentlichen Ökobewegung. Bei den Grünen ging es immer noch um Machtübernahme. So, und jetzt, was ich eigentlich sagen will, ist das. Wenn Sie als Moralist Einfluss in der Gesellschaft kriegen, dann haben Sie einen Feind. Und das ist Kompetenz. Weil Kompetenz enttarnt sie als Dilettant. Und da die inzwischen alle Schaltstellen übernommen haben, in den Universitäten, in den Landratsämtern, schieß mich tot, ja, wo sie das Klima retten wollen und wo sie die ganzen Fehler machen, die Energiewende und was weiß ich, dann können die eins nicht brauchen, irgendeinen Mitarbeiter, der Ahnung hat. Ja, der dann zum Beispiel sagt, ökologischer Landbau, super, aber wisst ihr was, das ist durch die schlechteste Ökobilanz. Die beste Ökobilanz hat die Holland-Tomate. Ja, sagen Sie sowas, sind Sie weg. Und das heißt, wir haben seit 20 Jahren eine konsequente Ausgrenzung von Kompetenz in den öffentlichen Positionen. Diese Gesellschaft ist verblödet. Wir sind ja unter uns, würde ich uns mal so sagen. Ja, da ist keine Substanz. Ich war noch früher, vor ein paar Jahren, haben Sie noch mal in Ernährungsgremien oder in den Leitlinienkommissionen, bin ich gerade jetzt gewesen, Adipositas. Das ist ein intellektuelles, unterirdisches Niveau, das kann man sich nicht vorstellen. Ja? Und das ist unsere Führungsschicht. Und dann kommt sowas wie Corona, wo man also wunderbar alle möglichen Sachen verkaufen kann, viel Geld mitverdienen kann. Und wo sicherlich auch das Virus, also das nächste Thema, das ist ein Laborunfall, ich bin mir da ziemlich sicher, die Indizien sind für mich erdrückend. Wo dann einfach eine Dynamik in Gang gesetzt wird, wo ein paar Leute vielleicht auch die Intelligenz hin, einen tatsächlichen finanziellen Nutzen auch sehen. Und dann läuft die Maschinerie an. Und da ist keine Substanz in den Funktionen da, die das stoppen kann. Dann plötzlich Leute wie Schrappe, Antes, Sönigsen. Ich meine, hallo, das sind wirklich Kapazitäten der Epidemiologie. Also ich muss ja auch gestehen, teilweise die Leute, die ich da interviewt habe,
Die haben mich persönlich mehr überzeugt als das, was ich im Fernsehen gesehen habe. Also das, also wenn man einmal mit Leuten wie Sönnigsen, wie Schubert und so weiter persönlich spricht, das kann ich nachvollziehen. Also gut, ich versuche es mal zu rekapitulieren und versuche aber auch mal so ein bisschen die Gegenargumente reinzubringen. Wenn es jetzt ein rein deutsches Phänomen gewesen wäre, aber was ist mit China? China fährt eine Zero-Covid- Politik und sperrt noch immer ganz Shanghai wochenlang ein, weil sie ein paar Covid-Fälle haben. Also auch die scheinen ja nach 2 Jahren immer noch der Meinung zu sein, es ist ein hochgefährliches Virus. Es ist ja ein weltweites Phänomen. Also wenn das jetzt nur auf Deutschland begrenzt wäre, würde ich sagen, einverstanden, dann kann man mal kann man mit dieser Theorie weitergehen. Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, da hat mich Lanz damals in seiner Talkshow auf aufmerksam gemacht, wie die Wahlen waren in Deutschland, dass wir das erste Mal eine Situation haben. Ich glaube, dass jeder zweite Wähler in Deutschland ist über 55. Das war mir auch nicht bewusst von der Dramatik her. Das heißt, wenn man es schafft, dass die älteren Menschen mal Angst haben und sagen, jetzt will ich aber auch geschützt werden, dann gewinnt man auch eine Wahl, wenn man den Menschen suggeriert, wir haben das ja alles nur gemacht, um dich zu schützen. Und mit den Kindern gewinnt man halt keine Wahl, also sperrt man halt die Schulen zu. Also dass da eine gewisse politische Dynamik in Deutschland reingekommen ist, das ist für mich nachvollziehbar. Aber wie funktioniert es weltweit? Die Dilettanten brauchen die Angst. Da haben sie am einfachsten. Da brauchen sie sich nicht mit Argumenten zu kümmern, weil Todesangst und ich schütze dich und dann klar. Ich würde sagen, was ich gesagt habe, zu Deutschland trifft für den gesamten Westen zu. Okay. USA ganz schlimm. Also was ich von Freunden aus amerikanischen Universitäten höre, die Universitäten sind tot. Da findet keine wissenschaftliche Diskussion mehr statt mit These, Antithese, sondern wird eine Meinung vorgegeben, die man zu befolgen hat. Und wie gesagt, dieser amerikanische Begriff von Moralist, den ich meine, heißt der woke sein. Ja. Die müssen Kompetenz bekämpfen. Ja. Und ihre Netzwerke da bedienen. Und jeder, der da aufmuckt, ist dann irgendwie draußen, weil er eine Meinung hat, die vielleicht nicht passt. Was in China los ist, kann ich schlichtweg nicht beurteilen. Mir ist das Land völlig fremd, das System fremd, ob da irgendwelche politischen Rechnungen beglichen werden. Was mir einleuchtet, ist, dass für China 2-3 Millionen Leute wirklich nichts wert sind. Das ist denen völlig wurscht, ob die sterben oder nicht. Warum sie jetzt ihre Wirtschaftskraft schwächen, was dahinter steckt, keine Ahnung. Okay. Aber was die Diagnose des Westens betrifft, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das bedeutet gleichzeitig, dass das Problem nicht Corona ist, sondern Corona ist nur das Symptom. Und es wird jetzt auch abgelöst werden durch den Zusammenbruch der Energieversorgung in Deutschland und so weiter. Wir sind ein Dilettantenland geworden. Der ganze Westen ist durch. Schauen Sie mal, wer da. Wissen Sie, wenn Davos, heißt immer Verschwörung Davos. Würde ich auch noch kommen. Was also da an intellektuellen Fachflachfliegern da inzwischen rumirren, ist erschreckend. Da ist kein Geist. Die haben gar nicht die Intelligenz, eine weltweite Verschwörung durchzuziehen, sondern das ist einfach die systematische Folge einer Übernahme durch Moralisten, die Kompetenz ausgrenzen müssen und deswegen die Karre auch in die Wand fahren. Es geht gar nicht anders. Ich würde sagen, bleib mal in den Feldern, wo man dann, ich finde es auch besser zu sagen, von dem Feld habe ich keine Ahnung, dann klammern wir das aus, bleib mal bei dem Feld, wo Sie meinen, da ist relativ gesichertes Wissen. Nehmen wir doch Davos gleich mal gerne rein an der Stelle. Ich habe das Buch von Klaus Schwab gelesen mit dem Great Reset und das ist ja im Juni 2020 erschienen. Also ist auch eine These von mir, habe ich schon in den Talks untergebracht. Kein Mensch kann so ein Buch im Juni 2020 also erscheinen lassen. Das muss ja vorher Korrektur gelesen werden, lektoriert werden, wo das drinsteht, was da drinsteht. Also wenn man nicht vorher schon eine Idee hat, dass es zu dieser Krise kommt, das würde für mich, für diese These des Laborunfalls oder ja, war es ein Laborunfall, aber auf jeden Fall, dass bestimmte Gruppen schon weit vorher wussten, da könnte irgendwas in einem Labor passiert sein. Und man hat dann eine gewisse Panik gehabt, weil man nicht so genau gewusst hat, wie sich das Ding auswirkt. Was halten Sie von so einer These oder haben Sie eine andere? Da sind wir, glaube ich, wirklich ein bisschen auch im spekulativen Raum, was das Thema angeht.
Genau, aber es macht ja auch Spaß. Ja. Genau. Ich habe das Buch von dem Norbert Herring gelesen, Endspielkapitalismus. Ich finde, dass der auch sehr schön so systematisch, also so eine innere Logik beschreibt, die Kapitalismus bewirkt. Und er beschreibt ja Davos als quasi eine supranationale Regierung, die das Interessen der großen Geldvermögen schützen will. Und daraus ergeben sich bestimmte Automatismen. Ich weiß, wie die Wirtschaft tickt. Ich weiß, dass es einfach nur um Geld geht und sonst gar nichts. Es geht darum, und ich muss mich als CEO hinstellen und nach einem Vierteljahr ein Plus präsentieren, sonst bin ich aber weg vom Fenster. Ob ich mir das jetzt irgendwie aus den Fingern sauge oder kriminell werde, es zählt überhaupt keine Rolle. Ich muss es machen. Und das hat einfach bestimmte Dynamiken. Was mir nicht bewusst war, ist, dass tatsächlich die schon mit Pandemien gespielt haben, um, sage ich mal, autoritäre Systeme durchzusetzen, Überwachungssysteme. Das will ich gar nicht beschreiten, dass diese Pläne auch in den Schubladen liegen und so weiter. Ich glaube nur, dass das Ganze tatsächlich ein Laborunfall war, sonst hätten sie es nicht in Wuhan freigesetzt. Und ich war ja auch auffällig gewesen, dass die westlichen Regierungen im Februar das alles noch gesagt haben, erst nur eine Grippe kommt, die Rechten machen da so eine Panik. Und dann Ende Februar, auf Knopfdruck, wumm. Und das zeigt, da muss irgendwas passiert sein. Vorher sind noch Bereinigungen an der Börse gelaufen, das nicht zu vergessen. Ja. Da muss irgendwas passiert sein. Also so eine Merkel oder Spahn, die haben ja so hingestellt, auf ganz easy und so weiter. Ja? Um dann am nächsten Tag genau das Gegenteil zu sagen. Also, man versucht sich das ja irgendwie plausibel abzuleiten, wahrscheinlich ist es falsch, aber das Einzige, was für mich plausibel ist, dass die erfahren haben, geheimdienstlich, da ist ein Virus raus, könnte ziemlich gefährlich sein. Ja, Furinspaltstelle, Genofunction-Forschung, Moderna Patente 2016 und so. Wir wissen nicht, was da kommt, es könnte ganz schlimm werden. Ich finde es interessant. Sie haben dieselbe Hauptthese wie ich. Also zu der These bin ich auch gekommen nach den vielen, vielen Gesprächen, die Ja, ich geführt habe. ja. Ja. Und dann, dass dann irgendwelche Wahnsinnigen auf die Idee kommen, Mensch, wir haben ja da schöne Pläne in der Schublade. Wir wissen ja, wir haben schon mal durchgespielt, wie es geht, um eine Gesellschaft jetzt das zu unserem Nutzen zu biegen. Das glaube ich schon. Das glaube ich schon, dass da keine Skrupel mehr da sind, dann wirklich Überwachungssysteme auf diesem Weg durchzusetzen. Weil, und es ist jetzt auch keine Verschwörung, das ist einfach, ja, ich habe mal geguckt, so, wem gehört denn das alles? Ja, haben geguckt, ich habe dann zum Beispiel geguckt, also so habe ich meine Bücher auch geschrieben, ganz keine Geheimdienstquellen, sondern ich schaue mal so einfach nach, was steht denn das im Internet? Schlimm ist, das braucht man ja nicht mal. Ich habe mal am Ja. Ergometer gegoogelt, wie ich gesehen habe, welche Firmen bekommen finanzielle Unterstützung von der Bundesrepublik Deutschland für Impfstoffentwicklung. Ich habe die einfach alle nur gegoogelt am Ergometer beim Radfahren und dann habe ich überall gesehen, an allen Firmen ist Bill Gates beteiligt. Ja, aber das ist ja ein kleiner Fisch. Ja. Also hört sich blöd an, reichster Mann der Welt, aber im Grunde Okay. genommen, ja. Ich habe da mal so ein bisschen geguckt, habe mich jetzt einfach mal interessiert, so der Ehemann von von der Leyen, ja, der hat auch irgend so eine Biotech-Firma. So, hängt er mit Pfizer zusammen? Habe ich jetzt keine Querverbindung gefunden. Ja? Aber wenn man dann noch eine Spur tiefer geht, dann kommt die Verbindung zutage, nämlich die Investoren. Von Pfizer zum Beispiel und den anderen Firmen. Und sie landen letztendlich immer bei BlackRock und Vanguard. Und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern das ist die logische Entwicklung einer Geldkonzentration. Ja, also BlackRock, glaube ich, hat 10.000 Milliarden und Vanguard 8.000 oder so. Das ist, ich glaube, die BRD hat 3.000 Milliarden, ein Etat. Ja, das heißt, das ist eine Macht und die wirkt. Und da kommt es auch nicht darauf an, ob AstraZeneca jetzt das Geschäft macht oder Pfizer. Es landet immer bei den gleichen. Ja? Da, wo es mal nicht bei den gleichen landet, wie zum Beispiel CureVac, da wäre es dann bei der Bundesrepublik gelandet und bei Dietmar Hopp. Komischerweise haben die nicht die Zulassung bekommen. Weil, ich meine, hallo, also der Pfizer-Impfstoff ist Käse und das haben sie nur durch Manipulation der, kann ich das sagen, juristisch, also meiner Meinung nach manipulativ. Wie auch die Daten, was in den USA so rauskommt, dass das alles nicht gestimmt hat mit den Impfnebenwirkungen, dass die auf Todesfälle rausgenommen haben, meiner Meinung nach. Ja.
CureVac hat in die Röhre geguckt. Ja, ich glaube, die waren nicht mächtig genug. Und sie landen immer bei diesen großen Investoren. Und da geht es nicht darum, dass das ethisch oder unethisch ist, sondern es ist logisch. Mhm. Ich sage es immer schon bei meinen Vorträgen, noch vor Corona. Ja? Wenn ich zum Beispiel, weil ich habe ja Bücher geschrieben, also meiner Ansicht nach ist das Gesundheitssystem nur reformierbar mit dem Patienten. Mhm. Wenn der Patient kapiert, er ist in einem System drin, wo keiner sich für ihn interessiert, und er muss selber hinterfragen, er muss sich wie ein Kunde fühlen. Das ist unsympathisch, aber so ist es. So, und dann sage ich immer, verstehen Sie doch einfach mal, da ist der Pharma-Chef, der hat ein Medikament, das wirkt super, aber es reicht nicht, um seine Zahlen zu erreichen. Also versucht er das auszuweiten. Da gibt es ein ganz einfaches Mittel, um das zu tun. Sie senken die Normwerte, stecken viel Geld rein in die Forschung und Wissenschaftswillfährigkeit, dass wie bei Blutdruck oder Cholesterin oder Diabetes viel zu tiefe Normwerte sind. Ja, da werden dann viel, viele Patienten behandelt, macht viel, viel mehr Geld, aber die meisten Patienten brauchen es gar nicht, kriegen nur die Nebenwirkungen ab. So, und wer macht dem Pharmachef denn eigentlich den Druck? Wer ist das? Mhm. Ist der so böse, dass, oder wer macht den Druck? Das sind doch eigentlich die Antreiber. Mhm. Ja? Ja, das sind doch wir selber. Ja, wir wollen doch eine Lebensversicherung abschließen, noch früher, die Rendite abwirft. Mhm. Und wo hatten die Lebensversicherung, wo investierten die? Ja, in Pharmaaktien zum Beispiel. Also es ist ein System. Mhm. Und da arbeiten jetzt nicht bei BlackRock böse Menschen, sondern die arbeiten in diesem System und die müssen sich den beugen, sonst fliegen sie raus. Und wir alle machen da mit. Also das System ist krank, ja. Krank machen. Also jetzt verlasse ich meine eigentlichen, also Schuster beim Leisten, also in die Ökonomie oder wie auch immer. Unser Gesellschaftssystem funktioniert nur, wenn wir Check and Balances haben. Mhm. Wenn wir Interessensgruppen haben, die gegensätzliche Interessen haben, dann kontrollieren die sich gegenseitig. Wenn ich die gleich schalte, geht es schief. Beispiel des deutschen Gesundheitssystems. Mhm. Ja, normalerweise wird Übertherapie kontrolliert von den Krankenkassen, weil die müssen das ja bezahlen. Sagen, was, wieso da ist noch ein CT, wieso da ständig medikamentigen Blutzucker, das stimmt doch gar nicht, viel zu teuer und so weiter, wir müssen das bezahlen. Die habe ich ausgeschaltet, inwieweit? Ich habe einen Gesundheitsfonds gemacht. Wissen viele nicht. Ja? Es ist nicht so, dass die Krankenkasse ihr Geld bekommt vom Versicherten und vom Arbeitgeber, sondern die bekommt ihr Geld aus einem großen Topf, wo alles reinfließt. Das sind etwa 250 Milliarden zurzeit. So, und dann heißt es so schön, sozial gerecht muss das verteilt werden mit dem schönen Verteilungsschlüssel Morbiditätsrisikostrukturausgleich, MORBI-RSA. Das heißt, je mehr Diagnosen eine Krankenkasse hat, desto mehr Geld kriegt sie. Fortan probieren Krankenkasse, und es ist so, die machen das aktiv, die schicken Leute in die Arztpraxen rein, wenn die Ärzte zu wenig Diagnosen vergeben. Die Krankenkassen brauchen Diagnosen, sonst kriegen sie zu wenig Geld. Also haben wir quasi die Diabetes-Explosion und so weiter. Das heißt, es liegt im Interesse der Krankenkassen, dass übertherapiert wird. Die kriegen mehr Geld vom Morbi-RSA, wenn die Menschen mehr Tabletten nehmen. Das ist pervers. Es ist aber so. Das heißt, die Krankenkassen werden zum Treiber von Übertherapien. So, jetzt gibt es aber noch einen Störfaktor, der vielleicht mächtig wäre, dem Treiben am Ende zu setzen. Das ist der Arbeitgeberanteil. Die müssen ja immer mehr zahlen, weil es reicht natürlich nicht. Wir müssen immer die Krankenkassenbeiträge erhöhen, also im Zusatzbeitrag. Und wenn da jetzt der Arbeitgeber bezahlen müsste, würden die irgendwann sagen, nee, stopp. Aber was hat man gemacht? Man hat den Arbeitgeberanteil beim Zusatzeintrag eingefroren. Das heißt, wenn Lauterbach sich jetzt gerade hinstellt und sagt, der Zusatzbeitrag wird 0,3% auf 1,6% steigen, dann zahlt das der Arbeitnehmer, die jetzt noch für 3 Euro Butter kaufen müssen und so weiter. Ja, das heißt, hier wird perfide die Interessen gleichgeschaltet, sodass sie sich nicht mehr gegenseitig kontrollieren. Und dann haben wir das genau, was wir gerade haben. Und wir müssen zu einem System zurückfinden, wo wir wieder quasi Check and Balances haben. Denn nur so funktioniert es. Wir haben jetzt das Gespräch gedreht. Ich wollte eigentlich erst mit Ihnen in diese medizinische Mikroebene rein und dann den Ausflug auf die Makroebene machen. Aber es macht ja nichts. Jetzt sind wir von oben nach unten gelandet. Ich will Sie aber trotzdem in Ihre Urkompetenz auch nochmal reinholen mit dem Buch. Ja, das ist ja der eigentliche Anlass. Aber ich kann das alles, ich kann alle Ideen, kann ich auf jeden Fall mal gut nachvollziehen. Was ist dann,
Was ist dann weiter schiefgelaufen? Also nachvollziehbar. Es könnte einen Laborunfall gegeben haben. Wir haben dieses Virus. Man weiß nicht so genau, wie das funktioniert. Es ist eine Panik entstanden, auch unter den Entscheidungsträgern. Es gibt kompetente Leute, die man nicht fragt. Es sind Leute in Positionen gebracht worden, die eher einen gewissen Apparat stabilisieren. Und dann kriegt das Ganze eine Eigendynamik und manche Leute verdienen richtig Geld an dem und viele sind wahrscheinlich in diesem System drin und durchschauen das überhaupt nicht und andere trauen sich dann vielleicht irgendwann nichts mehr sagen. Wie läuft das innerhalb der Ärzteschaft? Wir haben über den Professor Sönnigsen gesprochen. Ich weiß ja, dass sowohl Sönnigsen als auch Schubert, also gerade in Österreich war das ja teilweise so, wenn die Ärzte eine andere Position bezogen haben, mussten die ja sogar Strafe bezahlen. Also die sind ja sogar von der Ärztekammer zu einer Geldstrafe dann verdonnert worden, weil sie sozusagen den Berufsstand schädigen. Hat auch Ärzte gegeben, die haben ihre Zulassung verloren. Jetzt haben Sie einmal schon gesagt, darf ich das juristisch so sagen? Ist Ihnen mal irgendwas passiert oder haben Sie sich am Anfang zurückgehalten? Also Sie sind ja auch in dem System drin und wird denn das unter den Ärzten diskutiert? Also auch den Ärzten selber müsste doch mittlerweile schon irgendwo klar sein, dass das nicht die Ärzte gegen die Verschwörungstheoretiker sind, sondern dass auch innerhalb der Ärzteschaft da ja ganz viele unterschiedliche Positionen unterwegs sind. Also wie läuft denn das Ganze mal aus der Mikrokosmos-Sicht im Ärztekontext eigentlich ab? Okay, ich überlege gerade, wie ich jetzt irgendwie strukturiert antworte. Also man muss verschiedene Elemente, glaube ich, sehen. Einmal auch wieder so eine steile These von mir, sage ich mal, aber ich finde, sie stimmt, also sie hört sich krass an. Ein gut ausgebildeter Arzt ist ein Umsatzrisiko. Ja? Über uns läuft ein 300 Milliarden Markt in Deutschland, der maßgeblich von den Ärzten gesteuert wird. Das bedeutet, im Gegensatz zu anderen Berufen, lastet auf uns ein unglaublicher Interessensdruck. Nur, wir nehmen das oft nicht so wahr. Das fängt damit an, dass, wenn Sie einen Rechtsanwalt fragen, was er, da muss er auch für seine Kanzlei Fortbildungen besuchen, was er bezahlt, sagt er vielleicht, naja, Vortrag 100 Euro, Wochenende 1000 Euro. Fragen Sie das mal einen Kardiologen, der versteht die Frage nicht. Wieso Fortbildung bezahlen? Sollen wir froh sein, wenn ich komme? Ja, also die sogar lassen Sie noch das Hotelzimmer bezahlen und ein Essen und sonst was. Also wer dann glaubt, er wird nicht manipuliert, es ist doch ein Interesse dahinter, ja, wenn mich jemand dazu einlädt. Da fängt es schon an. Also die Widerstandskraft der Ärzte als Ganzes quasi. Die Erkenntnislage, die Studienlage sauber zu analysieren, ist etwas begrenzt. Dazu kommt etwas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Sie lassen sich wahnsinnig unter Angst setzen. Ja, also ich habe heute auch wieder, es ist unfassbar, da habe ich Patienten, jetzt halt viele aus dem Pflegebereich, zum Beispiel heute eine junge Frau, die hat MS. Ja, übrigens hat sie die bekommen nach einer Fünffachimpfung, 2018 war das. Ist wirklich, die sieht oft, die hat wirklich Augenprobleme. Also die hat riesen Angst, durch die Covid-Impfung wird es auch noch ihre Augenkraft zu verlieren. Die Hausärzte sagen dann, ja, stimmt, vielleicht besser, wenn sie es nicht machen, stellen aber keine Impfatteste aus. Schicken die dann zu mir. Super. Ja, bei mir konzentriert sich das dann, da freut sich dann der Staatsanwalt. Das heißt, die Ärzte haben Schiss, die haben Angst. Ich treffe mich gleich im Anschluss mit einem Kollegen, der hat mich hier auf der Neckarwiese angesprochen, hat mich im Prinzip sehr gefreut. Er hat gesagt, Herr Frank, was Sie machen, ist total super. Es gibt ganz viele Kollegen, die das toll finden, aber die meisten sagen es nicht öffentlich. Ja, wovor haben die Angst? Wir haben unsere Großeltern kritisiert, dass sie Mitläufer bei den Nazis waren, ja? Da habe ich in der Weststadt in Heidelberg, ist der Gestapo-Folterkeller. Da sind sie reingekommen, wenn sie aufgemacht haben. Mhm. Das kann ich verstehen, dass man da den Mund nicht aufmacht. Aber wovor haben denn die Kollegen Angst? Ich meine, klar gibt es Hausdurchsuchungen. Ja, ich meine, das mit Herrn Sönnigsen ist ein extrem krasser Fall. Aber dennoch, wenn ein Hausarzt seinen Patienten, den er lange kennt, ja, ein Impfunfähigkeitszeugnis ausstellt, da wird er kein Problem kriegen. Das ist Unsinn. Ja?
Aber wir sind solche Angsthasen als Ärzte und wir lassen es einfach mit uns machen. Es fehlt manchmal. Schönes Moment. Fällt mir ein. Ja. Dieses Buch ist. Also es ist spiegelverkehrt. Oder kann man es lesen? Nein, kann man lesen. Bei mir kommt es nicht spiegelverkehrt. Ah, super, das ist bei mir nur die Kamera. Das ist ein Buch, das ist vor 100 Jahren geschrieben worden. Eugen Bleuler, ja, das ist der Begründer der schweizerischen Psychiatrie. Schizophrenie hat er geprägt als Begriff. Das Titel lautet Das autistisch undisziplinierte Denken in der Medizin und seine Überwindung. Also der hat quasi damals schon gesagt, die Grundthese, dass Ärzte offensichtlich Schwierigkeiten haben, mit Nichtwissen umzugehen und stattdessen so einen Narzissmus dagegen setzen. Ja, so eine übertriebene Selbstsicherheit, die sie aber gar nicht haben. Und dann Kritik daran ist Majestätsbeleidigung. Also das ist so irgendwie die Konstellation, um das, die Grundärzteschaft vielleicht einschätzen zu können. Und dann kommt aber was dazu, das muss ich gerade überlegen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte, der Herr Sönigsen, da wollte ich was dazu sagen. Ich wollte Sie ganz konkret noch fragen, haben Sie selber Ärger bekommen? Also Ihr Buch kam ja jetzt, der Staatssicherungskammer, kam ja, glaube ich, erst jetzt relativ aktuell heraus. Also wer sich da im Jahr 2020 schon öffentlich sehr kritisch geäußert hat, 2021, hat er doch ziemlichen Ärger bekommen. Also da gäbe es ja schon einige Beispiele. Ich habe ja regelmäßig geschrieben auf der Achse des Guten seit März 2020. Also, dann habe ich Sie als später entdeckt. Also, okay. Und haben Sie nie Ärger gekriegt? Hat da nie mal einer angerufen oder von den Kollegen oder Drohbrief? Also ich kenne einen Arzt, der ist in die Schweiz gegangen, der sagt, der hat auch eine Morddrohung bekommen und auch eine Androhung vom Staatsanwalt, er soll das lassen. Der hat eigentlich nur eine Studie machen wollen, ob diese Masken für Kinder schädlich sind oder nicht. Hat auch gesagt, er hat aber viele Briefe bekommen oder E-Mails bekommen von Ärzten, die gesagt haben, sie finden das ganz toll, aber man würde das nicht machen. Also das bestätigt so ein bisschen, was Sie sagen, ne? Dass also viele da in der zweiten Reihe sich Sachen denken, die sie aber nicht sagen. Aber haben Sie persönlich nie mal irgendwie Druck bekommen, Androhung bekommen in irgendeiner Form? Ein Kollege hier hat mal versucht, Druck auszuüben. Das ging ja hinten los. Ich kriege eigentlich fast nur positive Rückmeldungen. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mhm. Ich verlasse mich eigentlich nur auf mein Bauchgefühl. Mhm. Also ich versuche da durch dieses Meer des Chaos, der Übergriffigkeit, der Drohungen irgendwie durchzuschiffen. Und ja, da habe ich Gott sei Dank eine wunderbare Frau, die da auch ganz geerdet ist, die einen guten Blick hat. Ich habe meine Erfahrungen von früher. Ich habe so eine gewisse Vorstellung, welchen Tonfall man wahren muss. Wobei ich jetzt schon auch kräftiger werde in meinen Ausdrücken. Ja. Mhm. Ich habe am Anfang die Achse des Guten, die habe ich gekannt. Mhm. Die hat ja eine Riesenverbreitung. Und ich habe ja bestimmt inzwischen weit über 100 Corona-Beiträge geschrieben. Gerade am Anfang sehr viel. Und ich habe, weil da ist auch der Chefredakteur, der Dirk Max Hahner, auch ein sehr, sehr kluger Mann. Und ich habe mir immer überlegt, ob ich in jedes Mikrofon reinspreche. Ah ja, okay. Es kamen sehr, sehr viele Anfragen. Die einzige, so ein Gespräch wie das heute mit Ihnen, habe ich ganz selten geführt. Ich habe wirklich vielleicht ein Video gedreht mit dem leider verstorbenen Herrn Gärtner, der von der Max Otte die Plattform hat. Ich habe mir das angeguckt, das ist, finde ich okay. Ich teile nicht jede Position, aber das war für mich im Rahmen der Demokratie und der Vernunft. Aber da haben Leute mich gefragt, wo ich dann ein bisschen recherchiert habe oder eben auch dir gefragt habe, du kennst du die, was meinst du dazu? Wo dann schon, finde ich, Positionen da stehen, die ich nicht teile. Mhm. Ja, auch wäre ich nicht, also überhaupt nichts gegen die Querdenker, die haben ihren super Job gemacht, die haben das 2020 wirklich öffentlich gemacht, aber ich bin da nicht auf Veranstaltungen gegangen, weil da waren Leute auf der Bühne, wo ich gesagt habe, die können das sagen, das ist ein Meinungsspektrum, aber irgendwie nicht. Ich fühl mich da nicht wohl. Nicht wohl. Mhm. Nicht wohl, Punkt. Ja. Mhm. AfD-Veranstaltung bin ich nicht gegangen, gleichwohl habe ich mich von der AfD im Bundestag befragen lassen. Mhm. Also das ist so eine Gratwanderung, ich kann das gar nicht vernünftig beschreiben, warum ich das eine gemacht habe und das andere nicht.
Das war ein Bauchgefühl. Vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt. Ich habe Herrn Bhakti kennengelernt. Ich war ja frühzeitig auch, haben wir uns zusammengefunden bei der Geschichte mit dem Stefan Kohn. Da war Herr Sönigsen auch dabei und so. Ich finde das, was Herr Bhakti ist, ich kannte den Namen vorher nicht. Ja? Mhm. Ich kenne aber wirklich hochdekorierte und gute Wissenschaftler, die alle Achtung vor Herrn Bhakti haben. Ich sage, das ist einfach ist der Mozart der Immunologie. Er ist also fachlich top. Ich kann die Verzweiflung von Herrn Bhakti verstehen. Aber wenn man dann einfach etwas in das Mikrofon spricht, dann wird man manchmal ein leichtes Opfer. Ja, ich will aber damit nicht sagen, dass die Kollegen selber schuld sind. Weil morgen steht bei mir vielleicht der Staatsanwalt vor. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber es gibt so manche Dinge, wo ich sage, da macht man es ihnen vielleicht zu leicht. Also meine Ursprungsfrage war ja, wie kann man sich das innerhalb der Ärzteschaft vorstellen? Würden Sie sich zutrauen, eine Schätzung abzugeben? Wie viele Ärzte würden sagen, also ich verstehe den Kollegen Frank überhaupt nicht, im Wesentlichen haben die doch alles richtig gemacht und weiter so, und wie viele wären eher so auf ihrer Seite und würden sagen, nee, also das ist ja von Anfang bis Ende völlig schief gelaufen, und wie viele würden sich der Stimme enthalten? Also wenn man jetzt dann sehen könnte, ob jemand, also es ist keine geheime Wahl, es ist eine offene Wahl. Wird über sowas diskutiert oder nicht in der Öffentlichkeit oder einfach nur, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, die Wissenschaft steht da für mich so drüber. Man hat uns ja im Fernsehen, in den Staatsmedien suggeriert, es gibt so die Wissenschaft. Wie läuft das intern? Wie läuft das intern ab? Wird da nicht drüber gestritten, diskutiert, geredet? Ich habe ja mal ein Buch geschrieben. Diesen Buch habe ich plausibel mit den vorhandenen Quellen, die es dazu gibt, in keiner Weise beweisend, aber plausibel erklärt, dass die Todesursache Nummer 3 in westlichen Ländern der Arztbesuch ist. Und das sagt ja schon mal viel aus. Das heißt, ich finde schon, dass wir Ärzte ein Problem haben, echte Wissenschaft, also die echte Erkenntnislage zu akzeptieren. Wir lassen uns, finde ich, viel zu stark manipulieren. Und das ist natürlich bei Corona nicht anders. Bei Corona kommt natürlich jetzt noch Massenphänomene dazu. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber das muss ja dahinter stecken. Dass es eben Phänomene gibt in menschlichen Gesellschaften, die irgendwann mal in die Selbstzerstörung gehen. Dass das zyklisch auch passiert. Da gibt es dann Massenwahntheorien, es gibt einen Gruppenmoralismus der Evolutionssoziologie. Und das sind, wenn Menschen dafür empfänglich sind, dann schalten die Empathie und die Vernunft ab. Also grundsätzlich gibt es etwas, was uns evolutionär in die Lage versetzt, wenn es für das Überleben wichtig ist, den Nachbarn zu erschlagen, mit dem ich vorher Feste gefeiert habe. Ja, das ist der Gruppenmoralismus, der schafft das. Und wir haben es mit Corona, wurde auf diese Karte gesetzt. Das haben wir schon trainiert. Das hat die unglaubliche Übergriffigkeit gegenüber Adipositas in fettleibige Menschen. Ich habe da seit 20 Jahren berate ich die, was die im Alltag erleben müssen, wie die diskriminiert werden, teilweise Berufsverbot bekommen. Ja, das ist ja schon so eine kleine Gruppe, die das abkriegt. Dann diese ganzen Ausgrenzungen von Kritikern, von Klimaleugnern oder Migrationsfremdenhassern, nur weil die gesagt haben, Leute, die Sozialsysteme vertragen das nicht oder wie auch immer. Also wir haben das trainiert und Corona ist das voll durchgebrochen. Der innere Blockwart wurde geweckt. Und da sind Ärzte natürlich genau wie jeder Mensch anfällig dafür. Und das heißt, im Moment ist man gar nicht in der Lage, also wer in diesem Gruppenwahn ist, kann im Moment nicht durch ein rationales Argument erreicht werden. Also mein Gefühl ist auch, wenn man sich jetzt festgelegt hat, ist es ja wahnsinnig schwierig, da jetzt wieder eine Gegenposition einzunehmen. Also das ist jetzt so ein bisschen ja mein Metier aus der Psychologie raus. Also ich denke, Ihnen muss ich die Geschichte vom Dr. Semmelweis nicht erzählen, aber vielleicht so ganz, ganz kurz für unsere Zuseher. Das ist also was, womit ich mich als Deutscher, der nach Wien gekommen ist, um da zu wirken, natürlich sehr früh beschäftigt habe. Semmelweis war ja derjenige, der entdeckt hat, wenn man die Hände desinfiziert, geht die Sterblichkeit der Mütter bei der Geburt von 30% auf unter 1% nach unten, also dramatisch. Und das wäre ja nun wirklich etwas gewesen, was man sehr objektiv sofort an jeder Klinik hätte ausprobieren können. Trotzdem hat es Jahre gedauert, bis Semmelweis das selber
veröffentlicht hat, weil er also Angst hatte, Nestbeschmutzer zu sein. Also er hat dann versucht, die Ärzte so unter der Hand zu überzeugen. Und dann ist er ja richtig bekämpft worden von seinen Kollegen unter sehr mysteriösen Umständen, dann in der Irrenanstalt gestorben worden, sage ich schon. Ja, schöner. Das ja, war ist, der, ich glaube, zwei, drei Wochen später ist er angeblich von der Treppe gefallen, der wurde erschlagen. Ja, ja, er hatte ja dann auch, und er hatte ja dann seine Gegner aus Verzweiflung, ja, und da muss ich irgendwie an Herrn Bhakti denken. Verzweiflung darüber, dass die das nicht sehen wollten, dass die ihre Frauen haben sterben lassen auf der Wöchnerinnenstation, dass es denen egal war. Genau. Und dann hat er die als Mörder bezeichnet. Ja? Und da war bei den anderen, glaube ich, die Grenze erreicht, haben gesagt, der muss weg. Also ich habe Professor Bhakti ja auch persönlich interviewt und ich glaube, ein bisschen Menschenkenntnis zu haben. Und jetzt kann man nie ausschließen, dass jemand sich persönlich verrannt hat, aber ich würde Bhakti als einen hundertprozentigen Überzeugungstäter absolut. Er ist und er verzweifelt an dieser Ignoranz. Ja. Er verzweifelt daran, weil er jemand ist, der das sich nicht hat vorstellen kann. Ich war ein bisschen vorgewarnt. Ja? Ich habe mich mit den Fehlleistungen der Medizin wirklich intensiv befasst. Semmelweis drüben, hier in der Universität, 1 Kilometer von hier steht die Statue von ihm, ja, inzwischen. Aber man hat ihn in der Psychiatrie umgebracht. Es ist ein Semmelweis-Phänomen, aber das würde ich besonders auf die Beatmung beziehen. Also wir haben wirklich hunderttausende Menschen zu Tode beatmet, ja, weil die Leitlinien, was da falsch drinsteht und weil man nicht bereit war, auch in Deutschland zum Beispiel die Divi, macht ein ganz schlechtes Bild, nicht bereit war, diese Leitlinien zu ändern. Die Daten sind eindeutig, aber gut. Ja. Ich würde mich mit Ihnen nicht mit den Nebenkriegsschauplätzen aufhalten. Ich würde auch gerne dieses Bildinterview unter diesen, also diesen Bildtalk unter diesem Video nochmal verlinken, weil da kann man sich ja so eine Live-Diskussion mit Ihnen und dem Dr. Montgomery angucken. Und da ging es ja auch darum, um die Belegungszahlen der Krankenhäuser und dass wir nie Überbelegungen hatten. Und in Ihrem Buch ist sowieso alles chronologisch aufgelistet. Ein Thema möchte ich persönlich noch mit Ihnen andiskutieren. Und das kommen wir einfach dieser Tage nicht drum rum. Was ist mit der Impfung? Und ich spreche das auch deswegen an, weil ja jetzt schon wieder massiv Werbung gemacht wird für den vierten Stich, wie es immer so schön heißt in Österreich. Ist ja bloß ein Stich. Also weil ja Menschen jetzt auch wirklich wieder vor dieser konkreten Entscheidung stehen, sollen sie sich weiterhin impfen lassen oder nicht? Und da würde ich Sie einfach mal bitten, weil alles, was ich von Ihnen ja dann irgendwo gesehen habe, ist jetzt auch schon wieder 2 Monate alt oder dann wieder 1 Monat alt. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie das tagesaktuell mit der Impfung? Was ist da passiert? Wie würden Sie das einschätzen? Also meiner Meinung nach ist diese Impfung durch und durch illegal, weil die Grundvoraussetzung nicht stimmt. Es war keine außergewöhnliche Notlage gewesen. Die wurde künstlich herbeigeführt mit den Beatmungsfehlern, mit den Quarantäne, mit den Testungen, mit dem Pflegenotstand, der uralt ist und der dadurch verschärft wurde. Die Krankenhäuser haben nur Panik geschürt, weil sie da einen Leerstand verdient haben. Da haben sie das war gut verdient. Die Impfung ist eine bedingte Zulassung, das heißt, die Voraussetzung der bedingten Zulassung ist gar nicht gegeben. Wenn man jetzt aber die bedingte Zulassung liest, das ist die Verordnung 507/2006 der EU. Das muss man wirklich mal lesen, was da drin steht. Da steht drin, zum Beispiel sowohl Patient, ärztliches Personal und auch im Beipackzettel, da muss alles drinstehen, jeder muss informiert werden. Da steht drin, bedingte Zulassung bedeutet, die Zulassungsstudien sind nicht abgeschlossen, eine reguläre Zulassung wird angestrebt, haben wir nach 2 Jahren noch nicht. Das heißt, das Ganze, und es steht drin, dass die Impfsurveillance, die Überwachung, extrem sorgfältig gemacht werden muss und dass die Mitgliedstaaten an die EMA extrem engmaschig und umfassend melden. Nichts davon ist geschehen in Deutschland. Nichts. Totalausfall, Paul-Ehrlich-Institut, brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Leute wurden nicht informiert, Beipackzettel war leer. Also, die unter jedem vernünftigen Gesichtspunkt, unter jedem, muss die Zulassung sofort gestoppt werden und die Sicherheitsfragen geklärt werden. Passiert nicht. Es ist einfach ein Phänomen und man muss einfach wissen, das Ganze ist moralistisch-politisch. Mhm. Ich habe vorhin hergeleitet, dass das immer bedeutet, dass wir immer mehr Dilettanten vorne haben, die Enttarnung fürchten. Die können nichts anderes. Die müssen bis zur bitteren Neige gehen. Sie können es nicht stoppen, weil sie würden dann letztendlich, wird das Kartenhaus zusammen
fallen. Sie leben von der Angst, wie andere vom Sauerstoff. Und wenn sie das stoppen, fällt es zusammen. Und deswegen machen die immer weiter. Und die werden immer gestoppt durch die Katharsis, durch den Schaden. Mhm. Ich habe nur gedacht, und da habe ich mich getäuscht, dass der Impfschaden, der ja so klar ist, die Leute zum Umdenken bringt. Können Sie mal was sagen zur Größenordnung der Impfschäden, wie Sie das einschätzen? Ich habe ja da Aussagen von Ihnen schon dazu gehört, aber nur, dass mal, wer das jetzt zum ersten Mal hört, mal eine Idee hat, wovon wir da reden. Das Problem, das wir von vornherein haben, ist, dass das ja alles in Unwissenheit gehalten wird. Das heißt, wir haben eben nicht die notwendigen vergleichenden Studien, weil kein Mensch Interesse daran hat. Herr Sönnigsen versucht ja Geld zu sammeln, um das selber aufzuziehen. Das muss man sich vorstellen. Ja. Der Staat lässt seine Leute leider einfach blind ins Messer rennen. Ich muss eine Schätzung abgeben, die eine Schätzung ist. Ich glaube, dass jeder 50. ungewöhnliche Impfnebenwirkungen hat, die über das hinausgehen, was eine normale Impfung macht. Ich glaube, dass in Deutschland 100.000, 200.000 wirklich schwer leiden. Im Sinne, ganz typisch sind diese Muskelprobleme, ja, diese Muskelschwäche, dieses Zittern, dieses Flackern einzelner Muskelgruppen, Leute, die dann ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr krankgeschrieben sind. Und ich glaube, dass jeder 2.000 bis 3.000 an der Impfung stirbt. So, das ist das, was ich glaube, aber nicht weiß, weil die Untersuchungen nicht gemacht werden. Aber so wie ich das verstehe, wird das dann überhaupt jemals aufgeklärt werden? Ja. Es wird wahrscheinlich von den USA kommen, die Aufklärung, weil es wieder ums Geld geht. Und ich glaube, dass es in 5 Jahren oder vielleicht spätestens 10 den Namen Pfizer nicht mehr geben wird. Und bis wann sehen Sie, weil das kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen, dass wir das erste Mal in den Nachrichten, jetzt meine ich wirklich mal ORF, ARD oder ZDF, hören könnten aufgrund von Untersuchungen aus den USA, könnte es sein, dass diese Impfung doch nicht so risikolos war, wie uns das der Gesundheitsminister Lauterbach erzählt hat. Ich spitze jetzt mal bewusst das zu. Ja. Es gibt mehrere Antworten. Ich würde aber eine einfache sagen. Dann, wenn die Leute endlich aufhören, die Täter zu wählen. Ja. Wie kann man, ich meine, ich habe echt noch nicht AfD gewählt. Ich weiß auch nicht, ob ich es machen werde, weil ich nicht weiß, was sie tun würden, wenn sie an der Macht wären. Ja? Aber ich wähle schon lange nicht mehr CDU, SPD, FDP oder Grünen. Wer die wählt, wählt die weitermachen werden. Ja? Und solange die ihre Jobs kriegen, solange Dilettanten durch ihren Dilettantismus ihren Job behalten, solange wird sich nichts ändern. Naja, so einfach ist das. Wir haben ja das Problem, dass jetzt Leute, die in den Parteien diese Entscheidungen mitverantwortet haben, sich selber aufklären müssten oder Journalisten. Nein, die werden das nicht Nachrichten tun. Das glaube ich ja auch. Genau das meine ich. Ja. Aber es kann gut sein, wissen Sie, es kann gut sein, Corona ist ja nur ein Symptom. Also der Impfschaden ist nur ein Symptom. Wir haben vielleicht keine Ahnung, aber es kann ja gut sein, wir haben in dem Winter 50.000 Kältetote. Wir haben vielleicht sogar Verhungernde in Deutschland. Leute, die verhungern. Ja, das würde natürlich auch wieder ablenken von der Aufklärung. Nee, das lenkt nicht ab, sondern das ist ein Ding. Wir werden von autoritären Dilettanten regiert, die das Ding an die Wand fahren müssen, weil sie Kompetenz ausgrenzen müssen und die leben von der Katastrophe. Und wenn es jetzt eine echte Katastrophe gibt, die Impfschäden oder die Kälte oder der Hunger, werden die versagen. Und ich kann nur sagen, je schneller es passiert, dass die Leute sagen, wir können diese Versager nicht mehr wählen. Am Ende irgendwas Neues. Ich weiß nicht, ob es die Basis ist oder ob es mal, keine Ahnung, aber wir, solange wir die wählen, machen sie weiter. Am Ende werde ich Sie fragen, ob Sie eine positive Zukunftsbotschaft haben. Nein, ich finde es auf unserem Vorwesen, finde ich's sehr gut, dass wir hier springen zwischen Gesundheit, Politik, Impfung, gesellschaftlichen, Medizin. Und wir werden die Zuschauer für diesen Talk haben, die genau da einsteigen wollen. Insofern ist das auch wieder richtig. Ich hab was Positives. Ja, das hier. Das hat mir meine Mutter gegeben, nachdem sie mal anscheinend eine alte Kommode aufgemacht hat und sie erinnert hat, dass da irgendwas über den Opa drin liegt. Und hat sie mir das gezeigt vor ein paar Monaten. Da habe ich gesagt, hä, was ist denn das?
Das ist die Entnazifizierungsakte meines Opas. Mhm. Ja. Mein Opa war ein ruhiger Mensch gewesen. Ich habe gute Erinnerungen an ihn, hat immer schöne Spaziergänge gemacht, hat mir den Wald erklärt. Ich habe den Eindruck gehabt, dass meine Großeltern ein gutes Leben führen. Allerdings, er war Ortsgruppenführer gewesen im kleinen Dorf, war in der Partei. Für mich war er so ein bisschen ein typischer Mitläufer. Er wollte über nichts über Politik sprechen, das war alles für ihn vollkommen vorbei. Und da habe ich mal da drin gelesen, was da drin steht. Sein Lebenslauf, Zeugenaussagen. Der Mann hat die Jusos gegründet in den 20er Jahren in Offenburg. Mhm. Er war Abonnent der Weltbühne. Der Weltbühne. Was für eine tolle Geisteshaltung muss er gehabt haben. Er kannte Kurt Tucholsky persönlich. Mhm. Ja. Er hat gebrannt für seinen Beruf, für den Lehrerberuf. Und deswegen ist er Partei angetreten, sonst hätte er es nicht ausüben können. Dann ist in seinem Dorf der Ortsgruppenführer irgendwie erkrankt, musste einer machen, also der Dorflehrer macht es. Zig Aussagen drin von Dorfeinwohnern, die gesagt haben, beim Lehrer Illy konnte man offen reden, der war gegen den Krieg, der hat die NSDAP-Frauengruppe verhindert im Dorf. Ich habe gestaunt. Ja, was ich sagen will, ist Folgendes. Dieser Mann hat zwei Zusammenbrüche erlebt. Die Familie war wohlhabend gewesen, aber das ist in den 20er Jahren zusammengebrochen. Hatte nichts. Ja, hat einen Ersten Weltkrieg erlebt. Hat einen Zweiten Weltkrieg, stand vor dem Nichts. Alles kaputt und hat dennoch wieder aufgebaut und hat dennoch irgendwie seinem Enkel gute Energie mitgegeben. Und was wir gerade erleben, ist gegenüber dem Leben meines Opas eine kleine Zivilisationsdämme. Das müssen wir uns vor Augen halten. Es ist nicht die große Katastrophe, wie die erlebt haben. Vielleicht wird es die noch, aber vielleicht auch nicht. Mhm. Und irgendwie trotz dieser Verwerfung, die wir erleben und was auch wirklich frustriert und alles und dieser Schwachsinn und so weiter, dass wir dennoch nicht verbittern, sondern dass wir uns vernetzen, dass wir Freude haben, dass wir den anderen zeigen, bei uns geht es lustiger zu. Mhm. Bis vielleicht irgendwann die anderen, ja, in ihrem trüben Tassen, Pseudo-Klimaschutz, schützt mich, Doppelmasken tragen, Käse, merken, bei uns geht es lustiger zu. Ich trage da jetzt auch mal eine kleine Geschichte bei. Ich bin ja Anfang Juni nach Venedig gefahren und habe in dem menschenleeren Venedig 3 Monate an einem Roman geschrieben und habe da auch nochmal historisch recherchiert, wie war das mit der Pest. Also die kam ja auch über diese Seeroute über Venedig nach Europa rein. Daher kommt ja auch die Quarantäne, Quaranta, 40 Tage auf die Insel, bevor man die Stadt betreten dürfte. Und wissen Sie, wie in Mailand damals die Infektionsketten bezüglich der Pest unterbrochen wurden? Nein, nicht. Mailand war am effizientesten. Sobald irgendwo ein Pestkranker aufgetaucht ist, hat man das Haus zugemauert, und zwar mit allen, die da drin waren. Und damit wurden die Infektionsketten sehr effizient unterbrochen. Und da dachte ich mir dann auch, ein bisschen haben wir uns weiterentwickelt. Hätte bei Corona übrigens nicht funktioniert, weil es eine Atemwegsinfektion ist. Aber egal. Aber wir haben uns schon weiterentwickelt. Es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Also genau, und das müssen wir uns wirklich immer sagen. Das sage ich meinen Patienten auch. Es ist eine Verwerfung, jetzt trifft es uns halt mal auch. Mhm. Aber bewahren wir uns davor, dass wir verbittern, sondern kümmern wir uns um die schönen Sachen des Lebens, damit, wenn die Sache am Boden liegt, wenn die anderen aus ihrem Wahn aufwachen, dass wir dann bereitstehen, um das Ganze wieder aufzubauen. Ja. Und ich komme mir gerade vor wie so ein Pastor. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch was Positives drin haben. Bevor wir noch ein letztes Mal auf die Impfung kommen, weil die Frage muss ich nochmal nachschieben. Ich muss jetzt leider ein bisschen auf die Tube drücken, weil ich jetzt ein Treffen habe um halb. Einfach in kurzer Folge. Ich hab mitgekriegt aus Ihren bisherigen Aussagen, Sie haben Leute, die zu Ihnen kommen, weil sich das rumgesprochen hat, dass Sie sich das mit den Impfschäden anschauen. Also kann ich mir das so vorstellen, dass Ihr Patientenstamm gestiegen ist. Das wollte ich schon mal wissen. Definitiv. Definitiv, ja. Also es gibt Wartelisten, ich komme nicht hinterher. Also wirklich so. Und was empfehlen Sie den Leuten? Also würden Sie trotzdem sagen, Hochrisikogruppen,
die sollen sich impfen lassen oder sind Sie der Meinung, dass Sie sagen, da wo wir jetzt stehen, niemand mehr? Die Impfung ist meiner Meinung nach schon längst hatte negative Impfwirkung. Die Zahlen, die ich habe, zeigen, dass die Geimpften schwerer erkranken, dass sie länger infektiös sind. Ich würde definitiv abraten. Also mit diesem neuen Verfahren, das haben wir jetzt gar nicht, aber das setzen wir jetzt mal voraus, das ist ja ein ganz anderes Verfahren. Manche sagen ja, es ist gar keine Impfung. Also Sie würden sagen, auch nicht vergleichbar mit anderen Impfungen. Ja, okay. Also definitiv, es gibt kein Argument mehr für diese Impfung, auch für Risikogruppen. Es hätte jetzt dann noch vieles gegeben, wo wir drüber sprechen könnten. Ich verweise auf Ihr Buch. Ich würde, wie gesagt, gerne diese Diskussion mit Bild TV drunter setzen. Und wenn Sie Quellen haben, das wäre auch noch eine Bitte, wenn Sie sagen, wenn das jetzt jemand gehört hat und wir sind sehr hoch eingestiegen, einfach gute Quellen, wo man mehr von Ihnen findet, das würde ich alles drunter verlinken. Einfach eingeben, ach gut, Gunter Frank, und dann kommen bei Achgut über 120 Artikel inzwischen zu Corona. Ja, super, super. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich war sehr gespannt auf das Gespräch. Ich bin nicht enttäuscht worden. Ich hoffe, den Zuschauern geht es bis zum Ende ausgehalten haben, denen geht es genauso. Und würde mich freuen, wenn wir da in Kontakt bleiben, weil es ist ja noch nicht vorbei. Wir leben ja in einer sehr spannenden Zeit. Und dann würde ich jetzt mal die Aufnahme zumindest mal beenden. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke auch. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.